Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Wir werden ehrlich zu uns sein, damit andere ehrlich zu uns sind. Wir stellen uns heute die Frage, wieso habe ich unehrliche Menschen in meinem Leben? Wieso hatte ich sie in meinem Leben? Und wieso werden wir auch gesellschaftlich überhaupt belogen? Wieso wurden wir in der Vergangenheit vielleicht auch in Beziehungen oder aktuell belogen? Und sogar betrogen, weil wir dürfen erkennen, dass alles in der Welt oder in unserer Welt den Ursprung in uns hat. Und deswegen sage ich ja immer so schön, die Liebe redet Klartext. Wir haben heute wieder einen Tacheles-Talk, aber keine Angst, es wird ein sehr liebevoller, ein sehr befreiender und ein sehr erlösender auch. Kleine Info vorab. Falls ich heute irgendwie verquollen oder so aussehe, also ich fühle mich zumindest so, meine Augen sind so angeschwollen. Ich habe gestern Abend einen Film geguckt und der heißt The Girl Who Believes in Miracles. Und da geht es um Gott und ein Mädchen, das betet und an das Göttliche glaubt. Und ich weiß gar nicht, was der Film mit mir gemacht hat. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, viermal ungefähr, habe ich richtig stark geweint und also ich muss viermal aufstehen und mein ganzes Gesicht abwaschen und Nase putzen, weil das irgendwie ganz viel in mir gelöst hat. Also deswegen unterschätzt es auch nicht, wenn ihr Filme intuitiv guckt, dass es auch was mit uns macht und häufig auch ganz viel löst. Und es erlöst uns immer, wenn sich was löst. Jetzt geht es aber um das Thema Selbstbetrug und Lügen. Und ich habe heute Morgen mir Frühstück zubereitet, beziehungsweise ich habe es gestern Abend zubereitet, so viel zum Thema Ehrlichkeit. Ich will ja nicht lügen. Man kann es auch übertreiben, ich weiß, tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall wollte ich frühstücken und ich habe gestern Heidelbeeren gekauft. Und ich weiß, es ist nicht die Jahreszeit, wo man unbedingt Heidelbeeren kaufen sollte. Aber hey, die waren bio. Das waren dann aber solche Dinger. Ja, also es waren wirklich, ja, ungelogen, solche riesen Heidelbeeren, wo ich mir dachte, ja, Daniela, ist das jetzt wirklich, kann das wirklich bio sein? Ja, oder wolltest du es einfach lesen, weil du es einfach lesen möchtest, um dein Gewissen zu beruhigen? Und wenn da Bio steht, dann ist es ja auch Bio. Und wenn es dann auch noch das Doppelte kostet als die Nicht-Bio-Heidelbeeren, die übrigens kleiner waren, fällt mir gerade ein, dann ist es ja erst recht bio. Ja, Hauptsache teuer und ein grünes Bio-Label und dann ist man beruhigt. Und da fängt das Belügen, der Selbstbetrug schon an. Und da habe ich mir auch gedacht, Daniela, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Muster, ne? Weil im Kleinen sieht man das Große. Und der Selbstbetrug ist der Ursprung, warum Lügen überhaupt zu uns kommen. Weil wir uns selber, ich merke es übrigens gerade, ich glaube, ich habe noch so ein bisschen Heidelbeerfitzelchen zwischen den Zähnen, oh Gott, oh Gott. Wo der Selbstbetrug losgeht, also wo quasi, wenn wir uns belügen, werden wir im Außen belogen. Aber die Frage ist, warum belügen wir uns? Und das ist mir bewusst geworden, warum das so ist. Weil wir so konditioniert und programmiert sind, dass das Liebe ist. Also einmal Liebe uns selber gegenüber, weil ich kaufe hier Bio. Ich gönne mir ja was Gutes. Ne? Diese so von außen betrachtete Liebe. Mein Gespür hat mir gesagt, das ist kein Bio, Daniela. Kauf lieber die, die nicht Bio sind. Die sind mehr Bio als die, die als Bio deklariert sind. Da sparst du Geld und die sind kleiner. Und mein Gefühl hat mir was anderes gesagt. Aber ich habe diesmal auf meinen Kopf gehört. Weil wir eben, wie gesagt, so konditioniert sind, dass wir denken, es ist Liebe. Liebe zu uns selbst. Wie gesagt, ich gönne mir ja was, ich kaufe hier Bio, ist ja alles gut. Und auch aus Liebe zu anderen sind wir unehrlich. Weil wenn wir mal ehrlich zu uns sind, wie viele sind denn faktisch gesehen in ihrer Beziehung wirklich glücklich?
Oder auch gesellschaftlich. Wer hat ein Leben, wo er sagt, ja, wird nichts verändern wollen. Mein Leben ist tipptopp. Wie viele sagen, ja, das ist gut, ich bin ja optimistisch, aber da, naja, aber 100% geht ja nicht. Natürlich gehen 100%, aber jeder sagt uns, es ist nicht möglich, weil uns jeder belügt, weil wir uns selber belügen, weil wenn wir ehrlich zu uns wären, wüssten wir, wenn ich was verändern möchte, muss ich mich halt bewegen. Wenn ich ehrlich zu mir bin und sage, ich bin seit 10 Jahren verheiratet und bin nicht glücklich, ja, dann müsste ich mich scheiden lassen, dann müsste ich in die Unsicherheit. Da müsste ich erstmal ins Leere springen, da müsste ich jemanden loslassen, da müsste ich meine Ängste und Unsicherheit nochmal spüren und annehmen, die der andere pflastert. Das müsste ich machen. Und das wollen wir häufig nicht und deswegen belügen wir uns. Und dann wollen wir auch belogen werden. Guck mal, wenn wir selber unzufrieden sind. Ich nehme jetzt mal das klassische Beispiel Gewicht. Ja, man ist nicht glücklich mit seinem Körper und man sagt, oh ja, irgendwie mein Körper. Schatz, findest du mich zu dick? Nein, ich liebe dich genau so, wie du bist. Wollen wir wirklich die Wahrheit wissen? Wollen wir wirklich, dass der andere sagt, naja? Natürlich würden wir dann sagen, wenn der sagen würde, naja, schlanker finde ich dich besser, würden wir sagen, ja, liebst du mich wegen meinem Gewicht oder was oder nicht oder aber das ist dann wieder eine tiefergehende Diskussion. Es geht jetzt erstmal darum, wir stellen eine Frage und wollen letztendlich nur eine bestimmte Antwort hören. Und wenn diese Antwort nicht kommt, was er das Gegenüber weiß, dann ist hier Polen offen. Ja, und das ist nämlich der Punkt, weil wir das auch so gelernt haben, weil wir auch schon unsere Eltern beschützt haben und geschützt, weil die auch nicht in der Selbstliebe waren. Weil Selbstliebe bedeutet, ich bin mit mir im Reinen, auch wenn ich nicht perfekt bin. Ich liebe mich. Das ist Selbstliebe. Mich dann zu lieben, gerade wenn ich nicht perfekt bin. Mich zu lieben, wenn ich perfekt bin, ist ja keine Kunst, oder? Nur unsere innere fehlende Selbstliebe suchen wir im Außen. Dann belügen wir uns und wir ziehen natürlich auch Menschen an, die uns auch belügen, weil wir wollen belogen werden. Auch wenn wir so tun, als würden wir die Wahrheit wissen wollen. Nein, wir wollen belogen werden, auch mit den Bioprodukten. Wir spüren ganz genau, das ist nicht alles Bio. Aber wir kaufen, weil es steht ja drauf und es beruhigt mein Gewissen. Da muss ich nicht reinspüren. Wir wollen belogen werden, weil wir so konditioniert sind, dass das Liebe ist. Wenn du zu deinen Eltern früher gesagt hättest oder zu deiner Mutter, Mama, du hast einen dicken Bauch, hätte die gesagt, ja, mein Schatz, ich bin halt einfach dicker. Die hätte gesagt, oh, das ist verletzend. Du hast mich verletzt. So was sagt man nicht. Die Wahrheit sagt man nicht, bekommen wir gesagt. Man belügt den anderen, weil er da eine Wunde hat. Und Kinderchen stochern da mit ihrem Finger schön in die Wunde rein, weil die stellen offene, ehrliche Fragen. Oma, warum hast du mehr Falten als die Mama? Sowas fragt man nicht. Ich bin halt älter und das verletzt mich. Eine normale Antwort wäre es einfach zu erklären, weil das Kind möchte es halt wissen. Ne? Das macht eine Beobachtung. Oma hat mehr Falten als die Mama. Bitte erklär es mir, Oma. Nur die Oma hat ein Selbstwertproblem und rastet dann aus und konditioniert das Kind so drauf, dass das Kind die Oma verletzt hat. Aber die Oma war schon verletzt, weil die ein Selbstwert, ein Selbstliebeproblem hatte. Und so wurden wir von klein auf so konditioniert, uns immer schön ins Gesicht zu lügen, weil wir könnten uns ja verletzen. Nur das ist genau das, was jetzt passiert. Wir verletzen uns gegenseitig, weil wir uns die Wunden zeigen.
Wir spiegeln uns die Wunden und deswegen dürfen wir da auch nochmal reinspüren in Freundschaften, in Partnerschaften, ob wir wirklich ehrlich sind. Auch zu Freundinnen. Ja, wie viele gehen uns vielleicht mal auf die Nerven, weil sie ständig das gleiche Thema haben. Man traut sich es nicht zu sagen, weil man ist ja die Freundin, man kann nicht sagen, hey du, schieß ihn doch mal in die Wüste. Oder sie, wenn du dich immer über eine Person aufregst. Ich kann es mir nicht immer anhören. Das ist schwer, das zu sagen, weil wir sind so konditioniert, für jeden den Mülleimer zu sein. Für jeden, ja, also den emotionalen Müll aufzusaugen. Und es schadet uns. Aber wir belügen dann häufig auch die Mitmenschen, weil wir wissen, der andere verträgt die Wahrheit nicht. Und solche Menschen habe ich zum Beispiel auch entsorgt. Wenn ich eine Freundin hätte, die mir sagt, Daniela, ich wurde betrogen, so ein Depp. Dann würde ich sagen, wo betrügst du dich selber? Er spiegelt dir dein Thema. Auch wenn das erstmal verletzend ist, ich weiß es selber. Ich wurde auch belogen, betrogen, beschissen von vorne, von hinten, von allen Seiten, oben und unten. Ich wusste irgendwann gar nicht mehr, was ist denn mit der Welt los? Gibt es hier nur noch Lügner und Betrüger? Weil das meine Wahrnehmung war, weil ich das Thema in mir hatte. Und ich das aber nicht verstanden habe, weil ich habe mich als so ehrlich gesehen. Ich wollte niemandem was Böses. Aber das hat mich zum Opfer gemacht, weil ich nicht erkannt habe, was das Thema ist. Und deswegen ist es nicht hilfreich, jemanden als Opfer abzustempeln und zu sagen, oh, so ein Depp, so ein Idiot. Nein, wir müssen ehrlich zu uns sein, damit wir das Muster in uns lösen und durchbrechen, weil der andere ist ja nur in unserem Leben, um uns das zu spiegeln. Damit wir es nicht fortführen müssen. Und wenn wir uns aber wundern, warum wir das immer anziehen, dann dürfen wir uns die Frage stellen, wo sind wir noch nicht ehrlich? Einmal zu uns, wo wollen wir belogen werden? Aber auch einmal zu anderen. Wo möchtest du vielleicht deiner Freundin, deinem Freund oder deinem Chef, deiner Chefin mal was anderes sagen, als das du sagst? Wo möchtest du mal sagen, das geht so nicht? Das ist unlogisch, aus den und den Gründen. Wo möchtest du das sagen? Aus deinem Gespür heraus, aber dein Verstand behindert dich, weil er sagt, nee, das kannst du nicht. Das darfst du nicht. Und da geht es nämlich los. Und so konnten wir Menschen auch manipuliert werden, weil wir aus der Selbstliebe geschubst wurden, aus unserer Seelenanbindung, die uns immer sagt, was richtig ist. Und die Wahrheit zu sagen, ist immer richtig, wenn dich jemand fragt. Wenn du jemanden siehst und denkst dir, oh ja, da möchte ich jetzt irgendwie was sagen, das ist eine Übergriffigkeit. Ja? Also ich mische mich auch nirgends ein, wenn es jemand nicht hören will. Aber wenn mich jemand fragt, dann sage ich die Wahrheit. Meine Wahrheit. Weil ich nicht mehr belogen werden möchte. Und deswegen bin ich auch ehrlich. Weil wir innen so außen. Und deswegen nützt es auch nichts, sich über Lügner aufzuregen oder auch über die Gesellschaft, wo vielleicht viele Lügen noch existieren können, einfach nur, weil wir ihnen den Nährboden geben. Wir wurden in der Vergangenheit, ja auch geschichtlich gesehen, so häufig manipuliert, gelenkt, gegenseitig aufgehetzt, weil vielleicht der eine, der Gegner eine andere Religion hatte, als wir hatten. Deswegen haben wir den bekämpft, weil das ist ja der Böse. Der glaubt an den anderen Gott und denen wurde das Gleiche gesagt. Wir wurden gegenseitig aufgehetzt, manipuliert, belogen, betrogen und wir waren so wie Spielbälle und wir haben uns, und das ist der springende Punkt, wir haben uns als Opfer wahrgenommen, weil wir konnten nicht anders. Weil wenn da jemand über einem steht, sei es jetzt Regierung oder ein König, was hat man denn als Volk für eine Macht? Keine. So denken wir, aber das ist nicht richtig. Weil nämlich, wenn wir aufhören, gegen was zu kämpfen und beginnen, einfach für was zu sein, für die Ehrlichkeit, für die Liebe, dann wird das andere automatisch kleiner, weil wir geben ja unsere Energie woanders hin. Solche Systeme und Menschen, die andere unterdrücken wollen,
ernähren sich ja von unseren Emotionen, die wir ihnen geben. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn wir aber da unsere Energie abziehen und uns nicht weiter auf die Lügenmärchen konzentrieren, sondern auf die Wahrheit und unserer Wahrheit folgen und unseren Gefühlen, nicht den Ängsten der anderen, die sagen, mach das nicht, das ist gefährlich. Wenn wir das machen, dann wird das andere automatisch weniger. Und das ist der Punkt, wo wir feststellen dürfen, wir müssen gegen nichts kämpfen. Gar nichts. Nicht mal gegen Krankheit, nicht mal gegen Übergewicht, nicht gegen andere Menschen. Wir müssen gegen nichts kämpfen. Auch nicht gegen Süchte. Auch nicht gegen Lügen. Weil wir dann immer gegen uns kämpfen und den Anteil in uns, der ungeheilt ist. Wenn wir Menschen haben, die uns belügen, können wir gegen die kämpfen und sagen, die bösen Lügner und der oder die Lügnerin, weg damit. Tür zu, weg. Das können wir machen. Aber da kommt vielleicht neuer Lügner ins Leben, weil wir haben ja das Thema noch in uns. Deswegen, wenn wir unsere Themen aus der Wut heraus einfach ablehnen, dann kommen sie durch die Hintertür wieder mit einem anderen Gewändchen. Und wir freuen uns zwar vielleicht, weil wir dem Lügner die Tür verschlossen haben, aber wir haben noch das Thema in uns. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei mir, wo ich festgestellt habe, auch in Partnerschaften, in Freundschaften. Ich wollte belogen werden. Auch bei Bioprodukten, die vielleicht gar keine sind. Deswegen kaufe ich auch schon öfter nicht Bio, weil ich in das Produkt reinspüre. Ja, und wenn da kein Leben mehr drin ist und in dem anderen, was nicht Bio ist, mehr Leben, mehr Energie, dann nehme ich das, wo mehr Energie drin ist. Nur bei den Heidelbeeren gestern, da war ich nochmal. Ne? Aber es hat ja auch wieder zu einem Video geführt. Und deswegen beobachtet euch einfach mal auch bei Menschen, wollt ihr belogen werden oder wollt ihr wirklich die Wahrheit? Und die Liebe spricht die Wahrheit. Auch wenn sie uns manchmal verletzt, weil sie uns auf unsere Punkte hinweist. Wenn zu mir jemand in die Beratung kommt und sagt, Daniela, ich werde immer belogen und betrogen. Und ich sage, oh, du armes Opfer, die Welt ist so böse. Dann helfe ich dem ja nicht. Ich mache ihn zum Opfer. Wenn ich sage, du hast es dir kreiert, damit du das lernst, in dir zu lösen, mache ich denjenigen zum Schöpfer und der kann das lösen. Jeder kann das lösen, wir müssen es nur erkennen. Und das erkennen wir eben nur dann, wenn wir ehrlich und offen miteinander reden. Und auch wenn uns eben gesellschaftlich was stört, wenn uns an zwischenmenschlichen Beziehungen was stört, an Freundschaften, wenn die vielleicht so aufgesetzt sind und immer nur, oh ja, du bist so toll, das ist alles so toll, was du machst. Oder ne, dieses Aufgesetzte, wenn ihr das spürt in eurem Leben, dann beginnt einfach mal, ehrlich zu sein, zu euch und zu den anderen. Einfach die Wahrheit zu kommunizieren. Zu sagen, irgendwie fühlt sich das immer komisch an. Du findest immer alles toll, was ich mache. Wie kann denn das sein? Weil das ist nicht authentisch. Menschen, die mich wirklich lieben, die sagen mir auch mal, du Daniela, schau da mal hin, weil vielleicht, wenn du dich jetzt gerade drüber aufregst, vielleicht hast du da auch ein Thema. Und sowas schätze ich an Menschen, weil die ehrlich sind. Ich spüre genau, was ehrlich ist und was aufgesetzt. Aber es ist noch nicht so lange her, da habe ich das auch noch nicht so spüren können. Und erst durch die Menschen, die mich noch so manipuliert haben, die mich noch belogen haben, konnte ich das lernen, was Lügen ist, was Manipulation ist und was Unehrlichkeit ist. So konnte ich das lernen durch diese Menschen. Und jetzt habe ich es aber auch gelernt und jetzt kann ich das Ganze auch verabschieden. Und deswegen, auch wenn wir im Kollektiv jetzt betrachtet, es beginnt alles bei uns. Und wenn wir in uns, zu uns ehrlich sind und zu unseren Mitmenschen, verändert sich die Welt automatisch. Dann brechen unehrliche Systeme ein, weil wir ihnen keine Nahrung mehr geben. Wir haben ja den Halt im Außen gesucht, weil wir ihn in
ihn in uns verloren haben. Nur so konnten wir ja auch manipuliert und gelenkt werden. Auch von unseren Partnern, die Macht über uns haben, weil sie vielleicht das Geld haben. Oder wir emotional abhängig sind. Und je mehr wir wieder in unsere Kraft kommen und auch die Wahrheit vertragen und auch davon nicht die Augen verschließen, umso mehr können wir heilen und umso mehr kann die Erde heilen und unsere Gesellschaft. Und dann brauchen wir vieles gar nicht mehr, was uns im Außen den Halt gibt, weil wir ihn in uns wiedergefunden haben. Und da geht ja der Weg hin. Und da darf sich jeder die Frage stellen, weil wir immer so gegen was sind, auch gegen Systeme. Wie würde sich das jetzt anfühlen, wenn jetzt die Gesellschaft sagen würde, so, du musst nicht mehr der Teil des Systems sein. Ne? Dann hast du hier keine Krankenversicherung mehr, du hast keine Arbeitslosenversicherung, du hast keine Rente. Du darfst raus, du bist frei. Wie würde sich das anfühlen erstmal? Würde man dann wirklich sagen, ach cool, dankeschön? Oder würde man sich denken, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Und das ist nämlich der Punkt, weil wir uns häufig über was aufregen, aber auch nicht gehen würden, wenn der oder dasjenige sagen würde, du darfst gehen. Und so ist es auch in vielen Partnerschaften. Viele regen sich auf. Aber wenn dann derjenige sagen würde, du bist frei, dann könnte man nicht gehen, weil man in sich unsicher ist. Und so viele verschwenden ihre Energie, weil sie sich über was aufregen. Aber wenn es dann wirklich zu dem Punkt kommen würde, wo man sagt, du darfst da raus aus diesem kranken System. Wer würde dann sagen, ja, ich bin dabei? Weil wir häufig die Absicherung, die wir noch nicht in uns haben, im Außen wollen, nur das andere, was dran hängt, wollen wir nicht. Und das geht nicht, weil wir müssen uns entscheiden. Es gibt Menschen, die wollen in materieller Fülle leben, schaffen es aber vielleicht nicht aus eigener Kraft, suchen sich dann einen Partner, der das hat, wo sie aber nicht wirklich happy sind. Dann hat man das Materielle, aber es fehlt das Emotionale, die Seelenverbindung. Und da muss ich mich erstmal entscheiden, das eine auch aufzugeben, um das andere zu finden. Springen durch die Angst ins Vertrauen, dass alles gut sein wird. Der Seele folgen, nicht dem Ego, was Absicherung möchte, sowohl materiell als auch gesellschaftlich. Und deswegen ist es auch wichtig, das Gesamt zu sehen und immer an sich, für sich zu arbeiten, an seiner Entwicklung, natürlich spielerisch. Raus aus der Komfortzone, rein in die Ehrlichkeit auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und lass dich da von deiner Seele, von deinen Gefühlen, deiner inneren Führung führen. Und nicht im Außen, was dir Menschen sagen, was du brauchst oder worauf du konditioniert bist, dass du es brauchst. Weil vielleicht brauchst du es gar nicht. Vielleicht braucht dein Herz was ganz was anderes. Vielleicht brauchst du keinen C-Level-Titel, sondern einen Strand. Die Frage ist immer, was braucht das Ego und was braucht die Seele? Das Ego braucht Titel. Der Seele ist das völlig egal. Die weiß, wie großartig sie ist. Die definiert sich nicht über weltliche Titel oder Ausbildungen. Wenn ich das Göttliche in mir entdeckt habe, da muss ich das nicht von außen irgendwie bestätigt haben, so über ein Zertifikat. Ich bin Dr. Professor Gott. Dr. Dippel Professor Gott bin ich. Nein, Gott braucht doch auch keinen Titel. Was würdet ihr denken, wenn irgendwann Gott ankommt und sagt, ich möchte bitte mit Professor Doktor irgendwas angesprochen werden? Das ist mir wichtig, weil ich brauche einen Titel. Dann würde jeder sich schlapp lachen und sagen, was braucht denn Gott bitte schon für einen Titel? Es ist ja lächerlich. Du bist doch Gott.
Aber so geht es uns häufig. Wir sind alle Gott, wir sind alle göttlich, wir sind alle Liebe. Und deswegen ist es wichtig, da ehrlich zu sich zu sein und sich die Frage zu stellen, was brauche ich im Außen, weil ich es innerlich noch nicht spüre. Wenn ich in mir die Liebe noch nicht habe, werde ich sie immer im Außen suchen oder bei anderen. Aber da Gleiches anzieht, kann ich nur das bei anderen finden, was in mir ist. Und wenn es Lügen sind, dann ist es auch keine Liebe. Dann ist es eine Lüge. Weder jetzt in der Beziehung noch auch auf zwischenmenschlicher Ebene, weil die Liebe ehrlich ist. Auch in der Freundschaft. Wenn wir uns belügen, ist es keine Liebe, weil die Liebe spricht die Wahrheit. Nur haben wir es eben anders beigebracht bekommen, weil wir so auf Lügen konditioniert wurden, weil wir gelernt haben, wenn ich die Wahrheit sage, verletze ich andere. Und der andere verträgt die Wahrheit nicht, weil der andere so schwach ist. Wenn ich einen emotional labilen Menschen habe, dann kann der eine ganz hohe Position haben. Das ist ja häufig so. Der kann selbstbewusst auftreten und sagen, ja. Aber wenn er innerlich so ist und ich dem meine Wahrheit sage, dann wird er das nicht verkraften. Dann wird er wütend. Oder er fängt an zu heulen. Und das ist keine Liebe. Liebe akzeptiert die Wahrheit. Meine Nichte hat mal zu mir gesagt, weil da war sie irgendwie bockig, so, Dani, du bist voll scheiße und hässlich und dumm. Ich so, ich liebe dich trotzdem. Gerade deshalb, weil du einfach noch nicht gelernt hast, mit Wut richtig umzugehen und du sagst es einfach, ohne nachzudenken. Das wird nichts an meiner Liebe zu dir ändern, weil ich nehme das nicht persönlich. Ich liebe dich trotzdem. Aber das haben wir nicht erfahren. Dass uns Menschen trotzdem lieben, auch wenn wir mal, ich meine, gut, das war jetzt so, ne? Muss ja nicht gleich sagen, du bist scheiße. Aber wenn wir ehrlich einfach zu uns sind, da hat keiner gesagt, oh, ich liebe dich so sehr. Dankeschön. Ne, da haben wir häufig eben Wut oder Schmerz geerntet. Es verletzt mich oder wie kann man sowas sagen? Es verletzt mich. Und das sind eben auch unsere, ne, weil alles hat den Ursprung in der Kindheit, in der Erziehung. Das sind unsere Eltern, die uns so erzogen haben. Und deswegen gilt es immer zu reflektieren, wo habe ich ein Muster gelernt und wo habe ich es fortgeführt, unbewusst. Und das ist eben der springende Punkt beim Thema Lügen und Lügner. Guck auch immer, ja, in dein Elternhaus, in deine Familie rein. Wo belügen sich auch deine Eltern vielleicht? Ja, wo stecken sie vielleicht selber noch in der Ehe, die sie nicht glücklich macht? Wo stecken sie in einem Leben, das sie nicht glücklich macht? Wo wird nach außen nicht das kommuniziert, wie man sich innerlich fühlt? Und häufig fühlen es die Menschen vielleicht gar nicht selber, aber du fühlst es. Und häufig fühlen wir Schmerz oder Wut unserer Mitmenschen, häufig nehmen wir es denen sogar ab, auch unseren Eltern, um sie zu entlasten emotional. Aber das dürfen wir jetzt auch wieder zurückgeben. Deswegen das vielleicht jetzt noch spannend, dass das jetzt kommt. Wenn du Schmerz und Wut deiner Eltern übernommen hast, gib es an sie zurück. Und lass jetzt einfach das Bild aufkommen, was bei dir aufkommt. Ja, vielleicht holst du das aus deiner Tasche raus, stellst dir deine Eltern vor und sagst, gibst es denen zurück, sagst Dankeschön. Vielleicht kommt es dir als Rucksack, dass du den abnimmst und sagst, oh hier, Dankeschön, hier bekommt ihr den Rucksack zurück. Das, was ich für euch getragen habe, an emotionalen Ballast, gebe ich euch jetzt zurück. Die Lügen, die ihr mir aufgebunden habt, den Bären an Lügen, vielleicht ist es auch ein Bär, zack, gib den zurück.
Das ist nicht dein Paket, das du trägst. Weil du bist im Herzen ehrlich. Und du hast Ehrlichkeit verdient. Und nur die Wahrheit wird uns befreien und den Weg ebnen in ein glückliches, erfülltes Leben, bei dem dir, wie immer, völlig egal sein darf, was andere über dich oder dein Leben und deine Wahrheit denken. Denn wichtig ist, wie du dich fühlst. Und ich habe noch einen Teespruch, den habe ich vergessen. Ich packe mir den jetzt noch rein. Was steht da drauf? Was steht da drauf? Liebe dich selbst, dann verstehst du, mit Selbstrespekt zu leben. Sei ehrlich zu dir, dann bekommst du auch Ehrlichkeit zurück. Ja. Und Selbstrespekt und Selbstliebe beginnt mit Ehrlichkeit. Erst wenn wir ehrlich sind zu uns und anderen, können wir in ein glückliches Leben. Deswegen stell dir auch die Frage, bist du wirklich glücklich in deinem Leben? Bist du wirklich glücklich mit deinen Freunden, mit deinem Umfeld, mit deinem Job, mit deinem Partner, deiner Partnerin? Bist du wirklich glücklich? Es ist wirklich Liebe. Es ist wirklich die Liebe, die du dir im tiefsten deines Herzens ersehnst. Ist es wirklich diese Liebe oder nicht? Und dann sei ehrlich zu dir und hab keine Angst vor der Veränderung. Denn die Liebe ist mutig. Die Liebe hat keine Angst. Die Liebe geht ihren Weg. Auch wenn es sein muss, erstmal alleine. Denn in und mit der Liebe sind wir immerzu verbunden. Und wenn wir losgehen und uns öffnen für neue Menschen, für ein neues Leben, dann werden wir viele liebevolle Menschen und Situationen und Ereignisse und eine neue Gesellschaft in unser Leben ziehen. Allein aus der Kraft, dass wir uns bewegen und im Herzen öffnen. Amen.